Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Beşiktaş Istanbul gegen Rapid Wien. Also, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hiermit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen. Und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Was erwartest du heute von den Gastgebern, was die taktische Marschroute angeht, Buschi? Ja, der Begriff Forechecking beschreibt das Ganze ganz gut, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Es ist dieser unbändige Wille, den Gegner überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen. Was macht er draus? Macht er gut. Klasse Pass, könnte was werden. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Knasmüller. Sie suchen die Lücke. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Kann er was draus machen? Gibt Ecke. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne noch mal anschauen. Jetzt kommt die Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ja, abseits. Das hätten sie anders lösen können. Da fehlt die Geduld. Vorne steht jemand im Abseits. Dann musst du warten mit dem Pass. Das werden sie auch so analysieren. Das war keine gute Aktion. Jetzt kann das Tor fallen. Nicht das Tor. Unglaublich. Gesal. Weiter die knappe Führung und wir hören es. Die Fans fiebern mit. Guter Pass. Ja, könnte was werden. Gefährlich jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Knasmüller. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Da ist Platz für den Konter. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Miralem Pjanic. Da könnte was entstehen. Knasmüller.
Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Domagoj wieder. Gesal. Batshuayi. Ein Pass mit viel Auge. Sie kämpfen um den Ball. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er macht hier bislang ein gutes Spiel, hat ja schon sein Tor gemacht, sie liegen vorne. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt Pjanic. Pass kommt nicht an. Die Chance auf den Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Erstmal wichtig, hier im Ballbesitz zu bleiben. Pjanic, das muss es sein. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gnasmüller. Der Ball kommt. Die Chance jetzt. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Kai Larin. Ball wird abgeschirmt. Bei diesem Eckball wollen sie die Führung weiter ausbauen. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Ecke kommt in den 16er. Ball kommt nicht an. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da haben sie die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gesal. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Jetzt Pjanic. Außen ist Platz. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt der Steilpass. Steilpass kommt an. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Wichtig, dass er da klärt. Schön dazwischen gegangen. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein.
Schönes Dribbling hier. Schön dazwischen gegangen. Die Gelegenheit. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Eck in den Strafraum. Da kann er jetzt erstmal klären. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Ganz energischer Einsatz. Michy Batshuayi. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Klasse Chance jetzt. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. 2 Tore Niederlage also am Ende. Nicht das, was sie sich erhofft hatten. Vorne kam zu wenig. Hinten immer wieder unerklärliche Lücken. Und dann gehst du am Ende unter. Das mussten sie heute wieder erkennen. Ein gutes Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen.